Hallo und willkommen im dritten Teil von, wie heißt es denn noch? Ah ja, Deponia, ja, genau. Ja, wir spielen mal weiter. Wir hängen ja noch an dieser Kette. Ist irgendwie doof, ne? Gebe ich zu. Aber mal gucken, wie wir da wegkommen. Ja. Tja, muss ich hier noch was? Ne, es dauert einfach, ne? Ja, genau. Also, Kette, die kann ich auch an. Und in den Schacht rein, würde ich sagen. Yeah! Puh, was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Natürlich. Achso, ich nehme jetzt die Sachen einfach raus. Schlau, ja. Naja. Wofür auch immer die Socke noch extra sein wird. Na gut, die Zahnbürste, die kann ich nicht rausnehmen. Also. Also mehr geht hier nicht, ne? Ne? Zahnräder, Luke, Luke. Tja. Oh, hier. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Ein Seitenschneider Hat nehme hier ich an. irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Nein! Nein, ich habe keine Seitenschneider. Scheiße. Ja. Ich habe wirklich nur eine Socke und Proviant. Wo sind meine Sachen, die ich vorher in dem Rucksack hatte? Ein gut geöltes Getriebe. Naja. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Wie, ich schmeiß die Socken in das Getriebe. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus dem... K So viel habe ich schon seit... Ja, gut. Ah. Hey! Ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ich spare mir meine Telekinese. Ja, ist ja gut. Habe ich jetzt die Fa Also, lustig wäre jetzt irgendwie. Tja, sorry, Junge, ne? Du hast die falschen Sachen in deinen Koffer gepackt. Selbst schuld. Sieh zu, wie er klarkommt. Aber ich kann ja auch nichts mehr machen, ne? Also. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Dreck. Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Wieso? Die sind doch noch gut. So, vielleicht kann ich mir Damit hier. kriege ich die nie auf. Was soll ich denn jetzt machen? Also da oben kann ich an den Dingern dingsen. Kann ich da vielleicht was hinwerfen oder so? Ich spare mir meine. Wohl nicht. Ich spare mir. Auch das geht nicht. Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich. Ja. Das ist auch wirklich lustig. Mit Essen spielt. Es sei denn, es ist. Also hier der Greifarm kommt raus. Kann ich wahrscheinlich noch 1000 Mal machen. Auch das geht nicht nochmal. Hey, ganz schön, solange er aktiv ist. Ja, der kann ja nur nicht mehr aktiv werden. Da sind schon genug. Der kann ja noch nicht mehr aktiv werden, wenn ich. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Ja, ich sag ja, ich muss da nach oben. Um da vielleicht ranzukommen, ne? Damit ich den Haar. Tja, also hier ist aber nichts mehr, ne? Also irgendwann komme auch ich drauf, ja? Ich habe ja gestern schon gehört, ganz viele Leute können sich das hier so nicht angucken, weil sie selber immer ausprobieren müssen. Ach, Keine eine Chance. Um in Klappe. die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Okay, wir gucken jetzt erstmal, ob hier noch was anderes ist, bevor ich da jetzt meine Sachen.
Ach, vielleicht, wenn ich das... Oh, Moment mal. Ah. Ah. Ne. Ah. Ne, jetzt kann man noch nicht verfolgen. Ihre Form erinnert mich an etwas. Ach so. Klappe mit Socke. Ah, Wartungsarm. Sonst habe ich einen Wartungsarm. Jetzt habe ich keine Socken mehr übrigens. Aber naja. Das nur nebenbei. Oh, da oben ist er. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Aha. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Kann ich meine Socke wieder haben? Nein, wohl nicht. Wenn ich jetzt hier die Dinger... Und ich bin die Wasabinus im Getriebe des Organon. Achso, das geht nicht, oder was? Und... Na, dann halte ich eine Luke, ne? Achso. Er rührt sich nicht. Natürlich, musste ich auch den Falschnebel erwischen. Haha, nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Ups. Ah. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Aber mein Koffer... Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, tschatschatschatschap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Hallo? Piu, piu. Aua. Aua. Ah, er sagt auch Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BÄM. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Richtig, richtig. Ja, Motorhaube. Da möchte ich zuerst dran, ne? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Von innen? Ich habe natürlich auch wieder mal nichts mehr, ne? Was ist mit meinen Essenssachen passiert? Das ist... Oh, Jokertür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Naja. Gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier ans schwarze Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Ein Stier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. So, ja, Toro. Toro.
Motorhaube. Ah, Windschutzscheibe, Truckertür. Irgendwie kann ich hier nichts aufnehmen bis jetzt, ne? Ich habe ja nichts, womit ich jetzt dieses komische Schloss aufnehmen könnte. Ist der Stier? Ach, gehen wir wieder rein. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Das ist echt eine schöne Stadt. In die Gasse. Na, gehen wir erstmal dahin, würde ich jetzt sagen. Gib bestimmt die Lore weiter. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Ja, der Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Hier dann nur ein Kreuz. Was haben wir hier? Irgendwo war da hier was. Magnet, oh. Wer weiß, wofür ich diesen Magnet nochmal gebrauchen kann, ja? Ein Automat. Ich hasse Schlangen. Hebel. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Tja, aber nur fast. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Nummer 66. Das muss nicht gewartet werden. Also dafür hat es sich schon gelohnt, darauf zu rücken. Also ich könnte jetzt hier mit denen sprechen. Der Mick hat noch nichts gesagt. Mit dem spreche ich jetzt mal. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Also nicht... Rufus? Rufus. Was? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Schlammgruben, Auspuffrohre. Ich verschwinde. Zum Sitzungssaal gehe ich hin. Goal. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Na ja, Retter. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren,
was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Ja, wie kommt mir die Stimme bekannt vor? Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. So, Goal. Hey, Goal! Goal, aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Das ist ein Knopf. Geh nochmal zurück. Auf den Knopf wollte ich schon die ganze Zeit drücken. Irgendwie, er sitzt. Was drin? Hallo? Achso, ein Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Also das ist vielleicht eine gute Frage, finde ich. Gibt's hier sonst was? Hallo? Kartons? Nein. Und das sollte wahrscheinlich nur... Ich sehe, dass da irgendein Gesicht drauf ist. Ne? Zum Rathaus und dem Inspektor. Muss ich irgendwas bei dem Inspektor machen? Das ist jetzt doch die Frage. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht, wenn ich ihr ein paar Magnete gebe. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Vielleicht mit einer Wartenummer. Ich wechsle mit einer Konzentrier Wartenummer. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann... Gut. Keine Wartenummer. Ich verstehe schon. Ja, vielleicht bin ich jetzt ja dran. Es könnte ja sein, dass einfach nach diesem, Ereignis hier mit der Elysianerin ich jetzt dann auf Wartenummer 66 gekommen bin. Nein, die sitzen hier noch immer alle. Na, ich auf zum Bürgermeister. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ja gut, bei welcher Nummer sind wir denn zum Teufel? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ja, ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist... Das ist unmöglich! Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist! Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich?
Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Na gut. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Naja, ich würde sagen, sehr, sehr cool. Ich werde jetzt ja, die nächste Mission haben. Wenzel suchen. Der wird ja hier irgendwo sein. Wenzel! Ne, jedenfalls, er wird hier irgendwo sein. Das wird meine nächste Mission hier in Deponia sein. Sehr, sehr cool, wie es heute weitergegangen ist, finde ich. Macht einfach Spaß. Ja, schaut vorbei auf VGaming, abonniert meinen Kanal. Und was auch sonst euch noch so einfällt. Bis dann!